Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich hoffe, in dieser Folge kriegen wir ein bisschen mehr was geschissen als in der letzten. Auge der Patrouille, Hälfte. Ja. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt erst da oder. Guck mal, was ist das denn? Oh, da hinten ist die alte. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Oh, ich habe den Stein immer noch nicht gekriegt. Das ist auch etwas, was mir am Anfang ziemlich oft passiert. Auch ein dummer Satz. Kann man nur so einen behinderten Satz anfangen. Das ist etwas, was mir ständig oder ziemlich häufig auch immer bei den Twink-Erstellungen oder sonstiges passiert ist. Ich habe immer vergessen, mein Stein, mein wie heißt der nochmal? Ruhestein anständig zu setzen. Ja, hier wie jetzt zum Beispiel, der ist immer noch ganz am Anfang. Wenn ich jetzt porten würde, wäre ich ein Teil der Prüfung, glaube ich, ne? Bla bla bla, Heimatort zu ändern, Teil der Prüfung, ja. Super. Das vergesse ich ständig bei neuen Chars. Damals hatte ich mir die, ist ja klar, glaube ich jeder. Ja, jetzt ist da einer. Kein Geniestreich. In Dalaran oder wo war das andere, wo alle ganzen Hordes in einer Stadt rumlaufen? Ich glaube, das letzte war Dalaran. Weiß nicht, was es jetzt noch mittlerweile für neue Sachen gibt. Ja, immer da schön setzen. Da hast du die ganzen Portale in die verschiedenen Kontinente, Hauptstädte besser gesagt und so. Ein Panda! Hallo! Ja, ne? Das ist das Beste, was du machen kannst. Portest dich da und von da aus dann irgendwie wutz, wutz, wutz. In irgendwelche Hauptstädte, musst gucken, was am dichtesten dran liegt und dann fliegst du da einfach da mit dem. Ich habe ganz. Mit dem Reifenmeister hin. Reifenmeister muss jetzt wieder machen. Jetzt fliegt man ja mittlerweile selber. Launischer Ebenschreiter. Wahrscheinlich eine Frau. Panzer das Gebiet. Oh Leute, der ist mir zu langsam. Ich muss schnellstmöglich. Und man merkt auch, wie langsam das dauert mit dem Questen. Das ist so groß alles. Da musst du hier und da laufen, so eine weiten Wege, bis da ganz da hinten. Ja, für 450 EP oder so eine Kacke. Hallo! Greift drei launische Ebenschreiter an. Bisschen Richtung Brachlandfrieden. Später. Ich töte sie. Ich brauche sie nicht mal. Wir hätten ja jetzt unterwegs jetzt einen getötet, dieses Arschloch. Nee, das haben wir noch. Ups. Scheiße. Muss ich einfach hier kontrolliert Schaden machen oder was? Geht mir nun auch auf den Piss, ey. Wie kann man den ihn hier noch, ach. Ich muss mich einfach wegbeschwören. Nein, noch nicht beschwören, wie freigeben, Mann. Man kann so auch passiv stellen, weiß aber gerade nicht mehr, wie das geht. Gab's nicht mal so eine Pet-Leiste? Fällt mir gerade ein. Wo ist denn die. Pet-Leiste? Oh, verreck einfach. Oder der holt sich jetzt den Ebenschreiter. Weil ich zu blöde bin und hier kämpfe. Jetzt hab ich hier. Oh, muss das sein? Leute, verpisst euch doch, ey. Ihr Wichser, was lauft ihr jetzt hier rum, während ich hier queste? So eine Scheiße. Vielleicht kommt das Arsch doch wieder von oben mit seinem Fliegenpenis da. Das ist meiner. Mach ihn jetzt. Dann ist er tot. Gut. Ne, das kann ich nicht leiden, weißt du. Ich will hier relativ schnell durchkommen. Da kann ich nicht so eine Pisser gebrauchen, die mir vom anderen Server geschickt worden sind. Ja, oder ich auf deren Server immer lesen kann. Als dann. Ja, und dann hab ich. Jetzt habe ich den. Super.
den Fahrrad von So. Einer noch. Was denn? Denn jetzt her? Ist ja geil. So, alles. Ach ne, warte mal, das machen wir anders. Schön. Das ist zwar Intelligenz. Tada! Schick und die Lacken. So, Angel machen wir auch noch da. Das kommt auch noch da. Ach, kann ich auch schon anziehen. Oh Gott, das ist doch nicht. Die auch schon anziehen können, das hier verkaufen 5G. Und das ist alles scheiße, wir wollen das nicht. Das ist mein Appetierball. So. So, wollen wir mal zu dem Knücki da hinten hin und die Quest abgeben. Nachdem wir mal wieder stundenlang hier durch die Pampa stampfen. Und hier auch noch wahrscheinlich in so tiefes Wasser kommen, dass wir wieder schwimmen müssen. Und das mal an, wie lange ich schon wieder hier aufnehme, ey. So eine Kack-Quest hier. Plump, plump, plump. Bist du da eine Kröte? Hallo. Ja, hallo. Nein. Später. Oh. Und jetzt laufen natürlich die ganzen anderen wieder rum. Mann, scheiß Gequeste. In Questen nichts Neues. Witzig. So. Jetzt können wir ihn erstmal suchen. Hiebkreischer. Halt, wenn du so stärker ist. Ja, ja, ein Questmob ist. Kommt er mir locker flockig und so noch so schön eisern einfach entgegen. Ich leg den um. Ach, ich kann jetzt hier mal den Penis wieder rausholen. Kann man Penis rausholen? Ich zeige mal in der Welt hier den Penis. So, das ist ruhig. Genau. Kreischerjagd. Da vorne schon sein Gebiet. Das Jirbit. Das Jirbit doch gar nicht in dem Jirbit. Dann wollen wir den mal gleich da um die Ecke. Da ist er. Attacke! Ach, ich habe ja keine, ich hab hier keine Leiste. Ich hätte ihn schon längst zum Angreifen geschickt, ey. Dieser Zauber ist nicht heilig. Ich kann nicht mehr. Vor allem dümpel ich jetzt hier rum, hab da hinten noch Quests zu erledigen, ey. Mann! Ist das überhaupt Zen Taich, für den ich gerade. Ja, doch, das ist halt der. Also gut, ich muss das ja machen. Oh nee, geh weg. Ich möchte den. Oh, scheiße. So schnell hier in der Mann Geschwindigkeit streifen. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Mal gucken, was uns dann zu sagen hat. Der kleine Affenjunge.
Hallo. Hallo. Umhang. Später. Haben wir schon Gürtel? Oder haben wir Gürtel? Doch, ich habe schon Gürtel. Umhang habe ich noch nicht. Schick. Bin ja sowas von schicki. Der andere ist dann, oh Mann, bist du hier voll am Wetzen und wie geht's? Jetzt sind sie überall, jetzt wo ich sie nicht brauche. Das ist doch nicht, das ist doch nicht normal. Ja, wenn ich fertig bin, kann ich mich nicht mehr zurückporten. Wie lange haben die eigentlich haben sie die Abklingzeit fürs Porten runtergesetzt? 30 Minuten, war glaube ich immer so, ne? War das nicht damals mal sogar irgendwann mal in grauer Vorzeit eine Stunde? Ich weiß halt gar nicht. Guck mal, jetzt ist alles voll hier, ja? Alles voll mit diesen Passpinnern, die du nicht mehr brauchst, ey. Jetzt sind alle anderen auch woanders unterwegs. Jetzt kommt hier keiner. Die muss wahrscheinlich alle gleich füllen. Aha. So. Da hinten steht er ja. Kann man hier nicht Ziel vom Ziel anzeigen lassen? Oder geht es auch über den Meldung? Revier der Klingenmähen. Ach, von ihm aus hier muss jetzt die Klingenmähen killen. Ja. Töten vier Stacheln. Ja, alles klar. War das schon immer von ihm hier? Ja, wissen was an dem Quest haben sie geändert hier von dieser Thekla oder wie die hieß. Die konnte man ja auch, muss man auch in einem anderen Quest. Da kommt es ja noch. Aber irgendwie scheint mir auch der Ablauf von den Quests, die Reihenfolge oder überhaupt ein Quest an sich teilweise zu fehlen. Beziehungsweise auch eine Reihenfolge zu sein, erweitert oder ein bisschen abgeändert etc. Bla, bla. Ja. Warte mal, ging jetzt die Frau mit? Ja, da rein. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Lieber. Wir brauchen noch Stacheleber. Das ist er. Oh, Elite! Boah, war das. Nee, da ist er doch noch drauf gegangen. Das ist Spezialisierung. Ah! Ich kann skillen! Ich habe kein Ziel. Nur die kriegt den noch extra an, oder? Ich kann nicht recht viel verstehen. Da war ich so gespannt drauf. Wir haben einen Termin, einen Telefon aufgelegt. Dann macht es sauber durch die Knülle, ey. Was soll ich jetzt noch machen? Ach, ich brauche noch einen Stacheleber, okay. Wie sieht denn das jetzt aus? Was? 1, 2, 3, 4? Ich skill hier nur 4? Bei jedem? Warum? Dämonologie, Metamorphose, 6 dämonischer Furor pro Sekunde, was auch immer das sein soll, 10 Sekunden Abklingzeit. Verwandelt euch in einen Dämon, wodurch eure Zauber Verderbnis, Hand von Gul'dan, Höllenfeuer und Schattenblitz in alternativ verbesserte Fähigkeiten umgewandelt werden und die Funktionalität vieler anderer Fähigkeiten verbessert wird. Erhöht außerdem Rüstung um 250%. Ei, Karamba. Guck mal, ein Wildwichtel mit Level blöde Stufe 32, da bist du durchgeskillt? Wollen die mich verarschen oder kommt da noch irgendwann ein neuer Baum dazu? Alle 20 Sekunden haltet ihr den Effekt dämonischer Ruf, durch den euer Zauber Schattenblitz, Sehen, Feuer und Berührung. Das war doch damals normal, oder nicht? Dass das automatisch höher gemacht ist, wenn der Wichtel draußen war. Ist das abgeschafft? Gibt's kein. Merke ich jetzt gerade, es gibt ja gar keinen Buff mehr durch die Viecher. Krass. Das ist mit Stufe 13. Wieso? Benötigt 32, ich bin noch gar nicht 13 und zeigt mir an, dass ich das mache. Hä? Hier zeigt er rot, benötigt Stufe 32. Müsste hier auch zeigen. Benötigt Stufe 13.
Verbrennt die Seele des Gegners, was 16 Feuerschaden verursacht. Seelenfeuer erzielt. Ach, Seelenfeuer, den kenne ich, der ist geil. Oder war geil. Immer einen kritischen Treffer und sein Schaden wird durch euren kritischen Trefferchance erhöht. Schattenblitz, ja. Ey, Leute, ich bin ganz schön. Primärwert Intelligenz. Haben sie alle Intelligenz? Ja, natürlich noch, ja. Ein bisschen gerade enttäuscht. Fügt dem Gegner 13 Feuerschaden. Ich kenne damals noch irgendwas anderes, habe ich mal gehört. Mit irgendeiner Liste, wo du 1, 2, 3 irgendwie so ab. Weiß ich nicht, aber das ist ja was ganz anderes jetzt. Ich dachte, jetzt kommt dieses komische andere Ding. Das haben sie ja nochmal geändert anscheinend. Fügt dem Gegner. Ich verwechsel das mal anderen Spiel. Fügt dem Gegner 13 Feuerschaden zu. Feuerschaden sowie im Verlauf von 5 Sekunden 65 zusätzlichen Feuerschaden zu. Aha, Feuersbrunst, aber war auch mal gut. Kann ich die jetzt überhaupt? Ah, guck mal, jetzt habe ich auch eine Leiste. Die ist jetzt erst freigeschaltet mit Level 10. So, so. Dann muss ich das Ding gleich mal verschieben. So, zack. Ja, wollte doch gerade sagen, zum Ziel bewegen. Da kann man hier nämlich die Dinge auch anmachen und ausmachen. Defensiv, blablabla. Okay, aber jetzt mal weiter hier. Chaosblitz, ja, super, die war auch damals auch nicht schlecht, das Teil. Aber den konntest du dann aus verschiedenen Bäumen, vielleicht kann man ja auch in verschiedenen Bäume Punkte reinsetzen. Oder wie läuft, oder kann ich alles lernen? Ich gehe einfach hin, bumm, lerne, bumm, lerne, bumm, lerne, immer wenn ich einen Dings habe oder was. Feuersbrunst, hatte ich schon, verbrennen, war auch ganz geil. Wirkt in 2 Sekunden. Wirkt keine Abkriegszeit. Ein instabiler Funke? Ja, witzig. Was ist das denn? Kostet einen instabilen Funken. Wo kriege ich denn her, die Funken? Damals hatte man wenigstens noch Mana-Steine. Die musste man sich in sein scheiß Inventar stecken. Und das ist das Scheißding irgendwann übergelaufen. Weil du als Hexenmeister nämlich einen ganzen Beutel voll mit Seelensteinen hattest. Und das hat alle eher mögliche Scheiße Seelensteine gekostet. Dann gab es irgendwann, glaube ich, nur noch 3, die du wieder aufladen konntest, irgendwie so. Und jetzt hast du komische Funken. Ich weiß gar nicht, wo ich reinskinnen soll. Ich bin von allen irgendwie enttäuscht. Ein stabiles Gebrechen. Versucht im Laufe von 14 Sekunden 63 Schaden. Oh, was mache ich denn? Ich mache Dämonologie oder was? Ja. Nee, bin ich nicht. Aber was soll ich sonst machen? Meister des Chaos, die Feuer herabregnen lassen, um ihre Feinde zu verbrennen und zu vernichten. Meister der Schattenmagie, die Energien entziehen und ihre Gegner mit anhaltenden Zaubern belegen. Meister teuflischer Magien, die sich selbst in Dämonen verwandeln und packen. Und packt er mit dämonischen Mächten. Ja, ich mache als Hexenmeister, von daher mache ich dann die Dämonologie. Ja. Plunsch. Ach, Metamorphose habe ich da jetzt. Ist die Reihe jetzt nach darüber gut? Was soll denn das? Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, wirklich, ey. Das war's jetzt? Jetzt kann ich hier nicht weiter reinscannen? Oder was? Naja, hier muss ich dann mal klicken. Hab ich dann. Nee, wahrscheinlich schalte ich das frei. Ich mache einmal die Monologie, dann schalte ich die nacheinander frei und hab die Dinge einfach anscheinend. Nichts mehr mit Punkte vergeben. Was ein Scheiß! Ja, weil damals geil, noch Punkte zurücksetzen, alles neu vergeben. Was ist denn das hier? Das ist doch scheiße WoW, ganz ehrlich, ey. Das ist dieses Kanalisieren-Ding, wo ich den Gegnern Schaden verursache und dabei etwas abziehe. Ist das assi, ey, wirklich mal? Also ich muss ja noch abgeben. Jetzt habe ich hier Verdammnis, verflucht das Ziel mit drohenden, was? Ich laufe jetzt die ganze Zeit so rum. Die ganze Zeit? Geil, ich komme gar nicht mehr aus. Das ist eine andere Ding. Hier sind auch Blutsauger. Nur noch das gleiche wahrscheinlich, genau. Was ist das denn für ein Ding? Auf einer Scheibe fliegt er? Jindu Jun? Das ist aus wie auf der Wolke Jindu Jun. Dings, nee, wie lange geht denn das? Ich sehe gar nicht, wie lange das hält. Abkriegszeit, aber 10 Sekunden bist du auf jeden Fall unterwegs.
Entfesselt Energie auf den Gegner, fügt ihm 14 Chaos-Schaden zu, verlangsamt die Dauer von Verderben. Verlängert die Dauer auch davon Verderben. Es ist halt kürzer gewesen gerade. Ja. Was soll ich jetzt machen? Tötet 5 Staubläufer. Wo war das jetzt? Hier in die Richtung. Von Verderbnis. Ja, dann muss ich ja Verderbnis ja auch mit reinziehen hier. In die Leiste. Verdammnis, verflucht das Ziel, alles klar. Dann warte mal, gehe ich mal in mein Zauberbuch. Verderbnis. Ach. Okay. Hier sind die Punkte. Ich dachte, jetzt könnte ich hier vielleicht reinskillen, aber nee. Die hat man dann einfach nur. Wo ist denn jetzt hier fucking Verderbnis, Mann? Fickt euch Blizzard. Genau so ist wie damals bei mir im Blizzard, ey, ihr seid jetzt schuld an allem, da ist Verderbnis. So, Punkt. Hä? Dann geht's ja weg. Was soll denn die Scheiße? Jo, ganz einfach, machen wir anders das Ding. Plumps. Ach so. Okay, dann hab ich das erledigt. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt so rüberholen, aber anscheinend nicht. Da muss ich gucken, wie ich das noch alles hinkriege zusammen per Verballer. Verlängert das, was verlängert überhaupt die Verderbnis? Das weiß ich nicht. Also ich greife die mit Verderbnis an, wechsle dann in die Gestalt von dem Assi hier, von den Metamorphosen Johnny und kann dann einen Angriff machen, der Verderbnis dann verlängert. Irgendwie so. Und das ist hier wieder alles leer gefahren. Toll. So, jetzt wollen wir, ich will noch mal testen. Da ist einer. Da habe ich jetzt Verderbnis drauf. Okay. Und der verlängert Verderbnis. Jetzt. Ich habe kein Ziel. Das Ziel kann ich trotzdem noch nicht heilen, aber der scheint ganz gut abzugehen. Das verstehe ich noch irgendwie nicht, warum ich denn hier manchmal länger und manchmal kürzer bin. Ist das zufällig? Ist das so ein Prock? Jetzt Prock gerade, dass ich länger drinnen bleiben kann. Jetzt bin ich aber schneller draußen. Das konnte man damals auswählen, dass wenn du das auf die Gegner gemacht hast, dann ist das langsamer war. Du bist auf den Zug gelaufen und du hast die Schnur ausgelöscht. Sehr, sehr schade. Das vielleicht im Laufe der Zeit entpuppt sich das vielleicht doch noch als ganz gute Sache. Ich meine, man muss sich wenigstens keinen Kopf mehr machen und man kann falsch skillen. Ja, Marke, ich nehme dich nicht mit in Raid, du hast da total verskillt. War ja damals teilweise schon immer. Ich hatte von dem, was sie gesagt haben sollte. Das Ziel mit was? Lauf, eine Minute, das ist ja auch krass. Was der eine Minute hält, ey. Vor einer Minute 92 Schaden verursacht. Ist gut, ist jetzt nicht viel Schaden, aber er hält lange. Kritische Treffer von Verdammnis beschwören einen Wildwichtel, der das Ziel angreift. Kritische Treffer davon? Kriegst du einen Wildwichtel? Wie geil ist das denn? Mal gucken. Ach, da war ein Wildwichtel reingekommen. Ich halte noch nicht genug aus. Das ist zu weit entfernt. Drei. Oh, nee. Ich glaub nicht. Scheiße, hab ich andere.
da so einen kleinen Menschen oder was weiß ich, was das war, dieser Guldan, so neben ihm hatte, den er immer so zwischendurch mal ein bisschen angezapft hat, so einen kleinen Snack genommen hat. Da fällt mir aber gerade ein, wir können entzaubern. Und zwar habe ich irgendwo gerade ein Schwert gekriegt, oder nicht? Da oben. Ah, ich habe eine neue Tasche, ist auch geil. Geringe Magieessenz, ja. Forschen wir mal wieder nach da. Die Tasche mitnehmen. Und jetzt müssen wir nochmal alle Taschen gleichzeitig auf. Achso. Steuerung, ja genau, Steuerung was. Jetzt brauche ich eine Tasche mit Max. Und zwar wird das hier meine Max-Tasche. Ach ja, Wasser stellt ja Mana wieder her. Ja, okay, dann das war der Bräuch nicht. Den was ist das? Ah! Jetzt kriege ich's mit. Ich glaube, ach, das ist 6 dämonische Furor pro Sekunde. Dämonischen Furor ist das hier, das baue ich auf. Mit Angriffen. Wenn ich bei 1000 bin, 6 pro Sekunde. Boah, durch Tower bist du, kannst du ja teilweise auch ganz lange mit der ganz gut unterwegs sein mit den Teilen. 3 Minuten kriegst du bestimmt hin. Wenn man 3 Minuten, naja, mehr als 3 Minuten sind 180 mal 6. Aber es ist gerade weniger geworden. Wodurch ist sie weniger geworden? Wodurch wird sie mehr? Damals konnte man so einen Seelendick. Erzeugt außerdem 60 dämonische Furore. Ah, okay. Ja, damals habe ich auch so einen Strahl, so einen blauer oder lilaner Strahl. Denn mit dem hast du dir dann nämlich, wenn die Gegner dabei gestorben sind und du den auf den drauf hattest, so die Seelensplitter erstellt. Boah, es hat sich sehr viel verändert. Hat sich sehr viel verändert in Azeroth. Und Kalimdor und überhaupt und alle. Ich weiß ja, warum das immer mal so hier war. Hab ich nicht mitbekommen. Ich hab's schon zwar gelesen mit 6 komischen dämonischen Furore, aber naja, wird sich schon rausstellen, was das ist. Hm? Kommt aber, wenn man nicht aufpasst, ne? Und wenn man das mal eins und eins zusammenzieht. Oh. Haben jetzt hier mal Questgeber getötet? Das ist ein stellt er sich dazwischen an. Kommt hier mal einer und kann hier mal wegficken. So, da stelle ich mir gleich echt einen Ali-Shot. Ah, da komme ich gar nicht auf den Dings hier rauf. Auch noch abmahnen. Oh, Mister, ich muss die alle tothauen hier und den Leuten auf den Sack gehen. Wahrscheinlich hat er nicht mal viel drauf, ey. Jetzt lacht er über die Leute. Sehr toll. Los, backstab ihn, hau ihn weg, Mann. Haha. Haben wir ja schon, ich hatte greift gerade an. man kann sich ja nicht Hirsch verwandeln, das ist ganz solide. Witzig. Jetzt kann man hier. Oh, wirklich, ey, ist das euer Ernst? Kann man den melden? Name oder Cheating, ja toll. Warum ist er nicht Trolling? Der wartet doch jetzt hier und haut ihn gleich tot wieder. So ist das eine Abfahrt, wir sind doch ganz doof. Wir können unsere Kamera nämlich nicht drehen. Wir wissen nämlich nicht, dass du noch da bist. Jetzt haut er anscheinend ab.
Oh Leute, das ist so ein scheiß Witz. Er dauert so lange, bis der wiederkommt. Ork-Schurke? Mönch? Ork-Mönch? Nur so Mönch. Was ist denn ein Mönch? Mönch. Hab ich gar nicht gesehen, weil der gerade der schöne Mönch. Was ist denn ein Mönch? Das ist ja geil. Das ist bestimmt so eine Art Schurkenpaladin oder sowas, ne? So wie von Diablo 3. Das ist auch so ein Nahkämpfer, so ein, ne? So ein Karate-Nahkämpfer, das ist ja mal so. Ein bisschen grob oberflächlicher Karate-Nahkämpfer, der sich ja mit Schlägen heilt. Ja, ein Paladin ist ja auch ein Krieger-Nahkämpfer, der sich heilt. Also, haut sich die Scheiße von alleine ab? Oh, warte, Piss, Mann. Schaden von mir kann mit Zauber und Gleichfähigkeiten erzeugen. Steht da, weiß ich nicht. Dämonische Verwirrung. Ihr könnt euch wirklich einen Dämon verwandeln. Alle angewendeten Fähigkeiten werden mit dämonischen Verwirrung verwandelt. Ja. Scheiße, die Verwirrung, ey. Wo wäre jetzt gleich das drin? Das ist nicht, ne? Die haben Chauffeur. Das ist ja wieder ungeil. Das ist doch Assi, Mann. Was ist denn da? Wie Winston. Soll ich die ganze Zeit drum rumstehen und warten, bis der Penis kommt? Leute, ich, ja, was mache ich jetzt? Ach. Ja. Oh, ein Glück. Ein Glück. Jetzt schnell weg, ey. Hat da gepennt. Scheiße, mal Lancaster, du Bastard, ey. Fick dich ins Knie, Junge. Okay, jetzt gehen wir dann da zurück und werden gleich dann die andere Quest oben machen. Vielleicht gleich noch endlich mal ein Level. Naja, bringt ja nichts mehr, weil eigentlich ist im Endeffekt das Level scheißegal geworden, weil man kann sich ja nicht verbessern. Damals da war noch ein Level schnell. Jetzt nervt er mich auch noch. Damals schnell ein Level, ja, und dann noch den einen Punkt da reinsetzen und hier oder hier. Heutzutage anscheinend ist das wurscht. Da gehst du einfach, läufst du durch. Und gut ist. Die 660 dämonische Figur herstellen. Und bis ich die 1000 erstmal voll habe, das dauert auch schon. Das heißt, es ist ja quasi so mit dem Hexenmeister, dass der erstmal irgendwo sein, irgendwann, sag ich mal, sein Special einsetzen kann. Bringt er jetzt nichts. Und baut sich das an. Bringt er jetzt nichts, wenn man jetzt von dem bisschen Furor dann den Typen anmacht. Die Metamorphose. Und das nicht lange hält, ja. Theoretisch baust du den auf 1000, boom, und dann hast du jemanden, der richtig Gas gibt und alle wegfetzt und das für eine längere Zeit. Guck mal, sein Vieh ist doch auch größer. Warum ist denn meiner so klein? Was braucht ihr? Shit, bitch. Seid sicher. Besiegt, was ist denn die Zauberschriftrollen der Brenn? Das auch nicht. Bereit, bereit, bereit. Alles bereit zur Abgabe. Freiwillige der Horde. Da muss ich da drin abgeben. Oder? Hab ich jetzt falsch geguckt? Ach, oben auf. Oh Mann, bin ich natürlich schön dran vorbei. Das sind auch wieder so die Sachen, ja, wo man kotzt. Ja. Normalerweise. Ah, na gut, ich kann ja hier hoch. Damals konnte man, glaube ich, nämlich nicht hier hoch. Da musste man außen rumlaufen. Da hat bis jetzt ein Einsehen gehabt mit solchen Dusseln wie mir. Ah, die Sonne geht schon wieder unter. Was braucht ihr? Seid sicher. Auch ein vernünftiges Skillsystem, Freunde. Was haben die sich denn dabei gedacht, Mensch? Wie gesagt, es hat auf der einen Seite was Gutes, weil man kann nicht mehr verkacken.
Das heißt, jeder hat die gleiche Voraussetzung im Endeffekt, was wiederum aber auch scheiße ist. Das ist nämlich wieder zu casual alles. Ja, man hat sich damals abgesetzt, indem man hier den einen oder anderen Kniff oder wie auch immer Trick oder andere Skillung hier noch rein, der eine Punkt da noch, der bringt's, ja, oder maximal der nächste Punkt bringt schon nichts mehr, dafür Skill doch lieber da rein und. Was weiß ich nicht alles für eine Scheiße. Das fehlt jetzt irgendwie komplett, ja. Plus die Ausrüstung, die man damals hatte, die jetzt auch wahrscheinlich man, ja, jeder hat irgendwie das gleiche. Das ist alles zu einheitsbreimäßig, muss ich sagen. Das sind so wiederum, die, was mir jetzt schon in der, keine Ahnung, wie viele Folge jetzt in der fünften Folge, was mir, oder sechsten, was mir jetzt so auffällt, schon wieder an Blizzard, was so ein bisschen negativ ist. Weil, ein bisschen Individualisierung wäre schon geil. Ja, weil. Das ist ja meistens so bald egal, wen ich mit. Ja, nehme ich den oder nehme ich den, dann ist es wieder runtergegangen. Und oh, da haben wir es ja drauf. Das kostet nur 11 Mana. Verdammnis. Ah, jetzt kann man ach, das ist auch ganz ehrlich, ich stehe hier oben unten gerade mit, aber kurz verwandelt Zauber in Verdammnis um. Verderbt das Ziel und fügt ihn so. Bla bla bla. Ja, wird dann auch mit dem zweiten, den ich dann. Ach, ich hätte auch mal verkaufen können. Ich. Viel Arsch, ey. Ja, weil bei dem anderen stand ja nur, Verderbnis wird verlängert. Bedeutet echt, ich muss den benutzen, in den anderen reingehen, dann den anderen machen, dann wird Verderbnis immer wieder aufgefrischt. Kann zusätzlich dann die anderen beiden Skillungen, die anderen beiden, den anderen Dot dazusetzen dann, oder wie? Wie dachte sich Blizzard das? Ich kann auch nur mit dem Teil rumlaufen, kurz den Sinn hinzu. Bekomme dadurch, dadurch immer genug Lebens, also die Lebenspunkte sind immer oben und ich muss mir meine Dings hier reinholen. Ja. Und dann gehe ich aber ab wie ein Zäpfchen, Freunde, das sage ich euch. Wie ein geölten Blitz. Dann macht er hier Rabazappa und dann ist aber vorbei mit Katappa. Inventar ist ja, voll. Das war ja klar, das Inventar voll ist, weil wer doof ist und weiterläuft ohne zu verkaufen, ist aber schuld. Aber wie gesagt, na, jetzt liegen die auch schon tot rum, ey. Wie gesagt, das war damals das Problem. Man hatte sich seine Taschen zugeschickt. Ja. Da. Man hatte sich seine Taschen zugeschickt und ja alles gemutet und dann verkauft. Was kann ich so unterwegs, wo ich die Taschen voll sind oder sowas? Gab's einfach nicht, ja? Hup. Ich habe kein Ziel. Muss man hier nicht später auch noch irgendwann zurück und dann noch den Hauptboss killen? Liegt doch alle tot rum. Vielleicht hätte ich erstmal für den Anfang. Och nö. Ja, das ist ein Kasten, aber wir sind ja hier bald aufgefunden. Mein Viech hat sich verwandelt? Ich habe kein Ziel. Ja, verwandelt sich auch wieder. Vielleicht werde ich hier voll auf der Höhe. Wenn ich auf 1000 oder so dachte ich gerade, ist ja automatisch in dieser Gestalt unterwegs. Finde ich ja gut, wenn ich jetzt auch so einlaufe, jetzt zur Zeit so rum, ey. Voll die Brüder hier, Ghetto-Brüder, oder? Kann ich da was tun? War doch gerade ein Beutel aufgeploppt, oder was, der von hier hinten. Wollt ihr mich verarschen, ihr Penisse? Das war wieder.
wir schon alle. Tschüss. Jetzt bin ich so einer? Warum denn? Warum schenke ich den nicht? Ja, nimm mal Hexenmeister. Ja, warum? Keine Ahnung. Der am meisten mysteriös ist und Sachen macht hier auf einmal, wo du gar nicht besser. Ist er braucht? Wie der Gesundheit? Der maximalen Gesundheit. Erhöht kritische Trefferchance um. Aber ich habe jetzt die Leiste unten nicht. Inventar ist schon. Verstehe ich nicht. Warum bin ich das denn jetzt? Das wird aber auch nicht erklärt, warum das da ist, oder? Oder habe ich es noch nicht gesehen? Verrückt. Aber das ist eine geile Sache, um echt zu raggen und dann hast du voll die Crits drauf, ey, und dann geht mal richtig kaputt. So, jetzt ist er wieder so ein Knirsch. Ja, dann gehe ich die jetzt mal abgeben. Und dann freiwillige Horde, also ich, wo ich da hin muss. Rachlan Außenposten, okay. Naja, dann war es das hier schon in dem Gebiet. Dann ist das ja gut. Dann müssen wir, falls wir jetzt hier nicht gleich wieder zurück müssen. Ist das zu hoch? Wird schon irgendwie gehen. Guck mal, was um mich herum wabert. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Teufelsblut, erlittener Feuer und Schattenschaden um 9 erhöht. Toll. Bei wiederholter Einwirkung kann es zu Transformationen kommen. Aha, deswegen habe ich mich verwandelt. Aber warum habe ich das gekriegt? Und warum geht das jetzt runter? Guck mal, wie schnell das runtergeht. Was ein Piss, ey. Lohnt sich gar nicht, die Scheiße aufzubauen und zu sparen. Geht da runter wie Scheiße. Und... Leute, das ist doch komisch. So, abgeben, fertig. Mokra! Muss ich wahrscheinlich noch irgendwas holen jetzt und da. Grüße an den Verstrecker einer Blockade von Dramas und Dukotan. So, Leute, dann war es das aber erstmal mit dieser Folge. Läuft ja schon lange genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann abonnieren nicht vergessen. Und kommentieren und liken auch mal ganz geil. Zack, das ist ein Video an Freunden, damit ihr es auch seht und es sich verbreitet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.